Wenn ein Berg die 8000 Meter Marke knackt, dann bleibt ihm ein gewisser Ruhm nie verwehrt. Aber manche Berge haben durch einzelne kleine geschichtliche und alpinistische Ereignisse dafür gesorgt, dass sie eine wahre Perle unter dem berühmten 8000er darstellen. Willkommen zu Berge im Porträt. Die Annapurna. Um diesen gewaltigen 8000er, der vielen ein Begriff ist, soll es heute gehen. Doch hier beginnen manche schon zu wanken, denn die Annapurna ist deutlich unbekannter als beispielsweise der K2 oder der Mount Everest. Die Gründe dafür sind sowohl überraschend als auch nicht. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Schauen wir uns erst die geografische Besonderheit des Berges an. Die Annapurna steht in Nepal und bildet das Zentrum des Annapurna Circuit. Obwohl sie ein 8000er ist, liegt sie äußerst weit entfernt von den östlicheren 8000ern. Sie teilt sich die Region um die Stadt Pokhara im westlichen Zentrum Nepals nur mit dem Daulagiri und teilweise noch mit dem Manaslu. Die Region um die Annapurna ist weniger mit extrem hohen Bergen geprägt, als das beispielsweise im Khumbu Valley der Fall ist. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Annapurna nochmal deutlich dramatischer und stärker im Landschaftsbild der Region hervorsticht. Die Annapurna ist mit 8091 Metern einer der niedrigeren 8000er. Niedriger sind nur Shishapangma, Broad Peak und Gashabrum II. Nun sollte man sich vor weiteren Ausführungen auch noch kurz mit der Form der Annapurna beschäftigen. Absolut einzigartig ist, dass sie eine enorm langgezogene, gradartige Form hat und somit auch das Potenzial für diverse Mittelgipfel und Nachbargipfel in ähnlicher Höhe. Gleichzeitig fällt sie nach Nord und Süd extrem steil ab, sodass die Annapurna die Form eines Kamms annimmt. Und das auf über 8000 Metern. Und trotzdem wird der Annapurna vor allem in der Region eine ganz besondere Bedeutung und Rolle zugesprochen. Vielleicht habt ihr euch ja schon mal gefragt, wieso die Annapurna eigentlich weiblich ist. Es ist ja auch der Mount Everest, der Cho'oyu oder der Aconcagua. Die Annapurna rührt daher, dass Anna in Sanskrit Nahrung bedeutet und Purna so viel wie gefüllt. Es hat also etwas mit der Speisung des Lebens in der Region zu tun. Und das ist vollkommen zutreffend. So zutreffend, dass die Einheimischen die Annapurna als Göttin betrachten, als Göttin der Fülle oder der gespendeten Nahrung. Damit ist auch geklärt, warum wir nicht der Annapurna sagen, sondern die Annapurna. Und das war auch schon immer so. Sogar schon 1950, als die Erstbesteigung der Annapurna geschehen sollte. Diese Geschichte ist wahrlich eindrücklich, sodass man darüber reden muss, um das Ausmaß der Dramatik auch verstehen zu können. Die Geschichte beginnt im Jahr 1950. 8 Franzosen und eine unbekannte große Zahl an Sherpas machten sich auf den Weg zur Annapurna-Region. Die Gegend war bis dato nahezu unheimlich fremd. Es gab vereinzelte Karten und Zeichnungen von den Regionen rund um die Annapurna. Jedoch waren diese Wege und Zeichnungen meist inakkurat, falsch oder nicht mehr richtig. So begaben sie sich auf einen Irrweg nach dem anderen und landeten schließlich bei der Annapurna. Denn ja, tatsächlich hatten sie die Annapurna gar nicht geplant. Ihr eigentliches Ziel war nämlich die Erstbesteigung des Daulagiri. Und diesen hatten sie dank der schwierigen Orientierung um schlappe 33 Kilometer verfehlt. Letztlich wussten sie natürlich, dass sie an den Annapurna standen und ließen sich trotzdem auf dieses Berg ein. Welch großes und waghalsiges Unterfangen sie sich damit antun sollten, das war ihnen aber zuvor wohl nicht klar. Dokumentiert wurde der Aufstieg nur wenig. Jedoch wurde vor allem im Nachhinein viel erzählt, vor allem von den erfolgreichen Bergsteigern Maurice Herzog und Louis Lachenal. Der Aufstiegsweg, den das Team wählte, gleicht ziemlich dem heutigen Normalweg. Und schon damals haben sie damit außerordentlich viel Geschick bewiesen. Der Weg auf die Annapurna ist nämlich leichter, als man das vermuten mag, wenn man die Bilder von diesem Giganten vor Augen hat. Wobei leichter natürlich überhaupt nichts mit leicht zu tun hat. Man könnte sagen, Herzog und sein Team haben es geschafft, den elegantesten Weg durch das Chaos zu finden. Schwere Felskletterei schon von Beginn weg galt es für das Team zu bewältigen. Immer wieder im Wechsel mit extrem großflächig und aufgerissenen Eisfeldern und Seracs, die es zu überwinden galt. Die Camps standen oftmals in Lawinenzonen, weil es schlichtweg keine andere Option gab. Trotzdem schafften es die beiden Bergsteiger, Herzog und Lachenal, am 3. Juni 1950 auf den Gipfel. Keine große Story, möchte man meinen. Jedoch ist eine Sache noch nicht erwähnt worden. Die Annapurna war mit dem französischen Gipfelerfolg der erste 8000er,
der jemals erfolgreich bestiegen wurde. Und das ist definitiv eine Story wert, denn es gab bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige ausgetauschte Informationen über das Verhalten des menschlichen Körpers auf dieser Höhe. Es war also durchaus auch ein Vorstoß ins Unbekannte, wenngleich die Engländer bereits einige Jahre zuvor schon höhere Punkte erreicht hatten. Das Drama der Erstbesteigung sollte aber erst folgen. Man kennt es von vielen extremen Berggeschichten und den hohen Bergen, dass die Abstiege oftmals für größere Schwierigkeiten sorgen. Auch hier sollte es so kommen. Wichtig dafür der 3. Juni, das Datum, der Monat, die Jahreszeit. Im Juni herrschen in Nepal äußerst instabile Witterungsverhältnisse. Hauptverantwortlich dafür der Monsun, welcher Anfang Juni durchaus am Toben ist. Schwere Gewitter, große, extrem niederschlagsreiche Fronten und unglaublich schnelle Wetterwechsel sind Alltag. Die Franzosen hatten bis zum Gipfeltag tatsächlich Glück, doch im Abstieg sollte sich dieses Glück jedenfalls gegen sie wenden. Durch einen Wetterumschwung wurde der Abstieg mit Stürmen und eisiger Kälte erschwert. Nur durch Glück erreichten sie das letzte Hochlager. Durch einen verlorenen Handschuh, ein Whiteout mitten auf der Annapurna, diverse Lawinenabgänge während dem Abstieg und der einsetzenden Schneeblindheit mehrerer Bergsteiger wurde der Abstieg zu einem wochenlangen Kampf. Doch tatsächlich, alle überlebten. Doch nun sollte man sich auch fragen, wie es überhaupt dazu kam, dass bei den bekannten Witterungen in dieser Zeit und einem Wetterbericht trotzdem der Gipfel in Angriff genommen und nicht der Rückzug angetreten wurde. Die Antwort führt uns in die traurige und beschämende Welt des Spitzenalpinismus des 20. Jahrhunderts. Herzog war am Gipfeltag felsenfest vom Gipfel überzeugt. Er war besessen. Keine Überlegungen, keine Zweifel, keine Wetterberichte konnten ihn umstimmen. Ein möglicher Grund? Doping. Diverse Drogen und Medikamente in extrem hohen Dosen wurden und werden bis heute für das Bergsteigen verwendet. Unter ihnen auch Mittel wie Methamphetamin. Belegt wurde der Einsatz bei Herzog aber nicht. Die Geschichten deuteten es jedoch an. Am Ende der Gipfelgier standen letztlich schwere Verletzungen und Erfrierungen mehrerer Personen. Louis Lacenal wurden alle Zehen und Teile des Vorfuß amputiert. Herzog verlor sämtliche Finger und einige Zehen. Herzog und Lacenal genossen danach in Frankreich dennoch große Aufmerksamkeit. Lacenal schrieb Tagebücher, welche posthum veröffentlicht wurden und darlegten, dass Herzog, der seinen Gipfelsieg mit Büchern und öffentlichkeitswirksamer Arbeit deutlich besser vermarkten konnte, viele Dinge in seinen Darlegungen nicht richtig oder vollständig erzählt hatte. Rechtlich bekam Lacenal letztlich recht mit der Aussage, dass er nicht ganz aus freien Stücken am Gipfeltag mit Herzog mitging. Vielmehr ging es ihm um seinen Partner und um das Risiko, in welches er sich alleine gestürzt hätte. Doch wie ging es nach der Erstbesteigung weiter? Eine lange Geschichte mit vielen Erfolgen und auch großen Misstrauensvorwürfen gegenüber einem der größten Alpinisten der Neuzeit sollte folgen. Wenige Besteigungen, aber jedenfalls immer viel Wind um die Annapurna. Darum geht es nächste Woche bei Teil 2 von Berge im Porträt, Annapurna. Wenn euch die Serie gefällt, ihr wisst Bescheid, die Alpenacademy lebt und stirbt mit euren kleinen Beiträgen. Deshalb danke ich euch an dieser Stelle, wenn ihr mich mit einem kleinen Kaffee unterstützt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!